Belastend, ne? Das passiert, wenn du einfach zu oft in deinem Keller hockst und einfach nur dunnelst. Das ist wirklich nicht so gut. Wir sind doch Erzmagier. Wir haben doch bestimmt auch irgendwas Sinnvolles hier oben bei unserem Bücherregal stehen, oder? Wie heißt das Buch? Na, 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 na. Von Manka-Kameradens Büchern über den geheimnisvollen Xaxes. Rüstungshandbuch. Bringt nix. Nö. Alles Bullshit. Super. Aber frei. Gut, dass ich im Dachgeschoss sitze und ziehe. Ja, siehst du mal. Kriegst du wenigstens Sonne ab. Heute schütte ich mich zu. Denn ich habe einen Grund dafür. Wunderschön. Oh, Moment dabei. Wieso laufen wir denn zu Fuß, wenn wir der Protagonist sind und schnell reisen können? Tja, muss das Video die angucken. Nein, Spaß. Nee. Hat gerade jemand einen Unsichtbarkeitszauber gemacht und hat dann mit uns geredet. War super. Wir hatten den kompletten Durchblick. Ne? Ihr Kacklappen, wo? Das Waffenhandbuch. Ich darf nicht mal lesen. Ne? Solche Sachen werden hier wahrscheinlich nicht rumstehen. Ne? Lieb der Tugend. Mythos oder Bedrohung. What the fuck? Dass es wirklich auch verschiedene Bände gibt von irgendwelchen... Oh, Gott im Himmel. Ha? Was ist hier noch so? Alles für den Arsch. Was hast du hier? Geschichte des Schlösser. Dann können wir Zeug machen. Oh ne. Dürfen wir natürlich nicht. Was denn? Red mit mir. Ich bin Finzias. Reim mich nicht so an. Ihr sprecht wohl von den Erläuterungen zum Mysterium Xaxes von Manka Kamoran. Eine häufige Fehlvermutung. Das gesamte Werk besteht aus 4 Bänden. Die ersten beiden Bände sind zwar selten, können jedoch von Zeit zu Zeit durchaus noch gefunden werden. Aber es ist völlig ausgeschlossen, durch Zufall über Band 3 und 4 zu stolpern. Hä? Warum? Ich habe zwar zufällig ein Exemplar von Band 3 im Haus, aber es ist eine Sonderbestellung. Von einem anderen Kunden im Voraus bezahlt. Verzeiht. Ich werde ihr stottern. Linas wäre sehr enttäuscht, wenn er hierher käme und das Buch nicht mehr da wäre. Es tut... Na gut, dann schauen wir es. Eh klar. Es tut mir leid, aber ich kann es... Ich wollte, ich hätte ein Exemplar, aber ich habe noch nie eins gesehen. Woher dann wissen, dass es existiert? Verdammter Dieb! Ich hoffe, Sie knüpfen... Alter, komm, kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Nö. Hoffe nicht. Ich finde es ein bisschen belastend, dass man im Vorhinein nicht weiß, was für Bücher halt wirklich, was bringen. Ja. Warum sollte ich... Nereva, Mond und Stern. 145 Öcken ausgeben. Schönen Tag. So. Warte mal. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt warten, bis Quinn. Ja? Wer zum Fick ist Quinias? Muss ich jetzt warten, bis er es abgeholt hat? Kann auch so. Wir warten uns einen Ast. Eine Sekunde. So, da. So, jetzt ab. Ja, was jetzt? Warten oder nicht warten? Arsch.
Es ist auch nur reserviert. Na gut. Haben wir schon verstanden, worum es geht, ne? Wie spät haben wir es? Wie geht es euch? Bitte. Seid ihr mir etwa gefolgt? Lasst. Der ist unverkäuflich. Brauche eure Kopie, was? Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich bin kein mickriger Bücherwurm, den ihr einfach so herumkommandieren könnt. Ich habe Freunde, lasst euch das sagen. Jetzt? Ich habe nie etwas über die mythische Morgenröte gesagt. Und ich weiß auch gar nicht, wovon ihr sprecht. Laber doch kein Shit. Das geht über euren Verstand, ne? Das ist gemein. Nun gut. Ich sehe, dass ihr mit den Erläuterungen von Manka Kamuran vertraut seid. Ich weiß, dass dädrische Kulte gesellschaftlich nicht gerade anerkannt sind. Aber das sind nur dumme Vorurteile und Aberglaube. Für den unternehmenslustigen, aufgeschlossenen Denker hat die Dädra-Anbetung einiges zu bieten. Aber Steve, hast du sein neuestes Werk gesehen? Also nicht dein neuestes Werk, das... Ja, sehen. Sondern, hier sein Besserungsgelöbnis. Holy shit. Ja, schwierig. Schwierig. Nein, nicht das Kindermädchen. Nein, das meine ich nicht. Nein, geweckt. Also, ich, das Ding ist das, ne? Ich dachte, das wäre einfach irgendwas Geschriebenes, oder irgendein Blog-Eintrag von ihm oder sowas. Aber hab's angemacht, dachte mir so. Okay, Moment. Hank hat mal irgendwas gesagt, er wollte mal irgendwie die ganzen Werke vom Rainer. Wollte er mal irgendwie vorlesen. Deswegen habe ich mal vorgespult. Und dann kam irgendwas von wegen, er schlich um mich und voller Wonne, keine Ahnung, dachte so, what the fuck, ich bin raus. Eck. Also, Pornos sind okay, ne? Pornogeschichten sind auch okay. Aber nicht, wenn sie einfach nur komisch und. Oh. Oh mein. Ich komme! Das ist okay. Was? Die mythische Morgenröte hat? Ihr müsst mir glauben, ich hatte einfach keine Ahnung. Ich meine, ich wusste, dass das ein dädrischer Kult ist. Die Ansichten von Manka Kamoran über Merunes Dagon sind faszinierend. Sogar revolutionär. Aber den Kaiser ermorden? Möge Mara uns beschützen. Ja, aber natürlich... Ich will nicht, dass irgendjemand glaubt, ich hätte mit ihren wahnsinnigen Intrigen zu tun. Ja. Hier, Band 3 gehört euch. Geil. Band 4 bekommt ihr nur direkt von einem Mitglied der mythischen Morgenröte. Ich habe ein Treffen mit dem Förderer verabredet, wie er sich selbst nannte. Förderer? Hier. Geil. Nee, ich meinte eigentlich, ja, fuck. Und? Ich hoffe, es lohnt sich. Was ich eher meine, ist sein. Er fängt ja am 17.04. Ne, fängt er ja an mit seiner Besserungsgedöns, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Er will ja auch Sport machen und den ganzen Bums, ne? Ja, vollkommen okay, wenn er das macht. Absolut. Und da hat er vor kurzem so seine Danksagung ausgeschickt und. Es ist so wild. Es ist so schwierig. Ihr seid nicht leicht ausfindig zu machen. Was? Sie werden für den Mord am Kaiser büßen. Wo wir jetzt wissen, wer sie sind, ist es nur noch eine Sache der Zeit. Das könnte genau die große Chance sein, die wir brauchen. Gute Arbeit. Wir müssen also dieses vierte Buch finden. Wenn Tamina recht hat, können wir mit diesen Büchern zum verborgenen Schrein der mythischen Morgenröte finden. Auf geht's. Diesen Teil der Abwasserkanäle kenne ich gut. Also, wenn es... Sagen wir so. Es kann auch wirklich scheiße kommen, ne? Es kann auch wirklich scheiße kommen, dass wenn sie den jetzt wirklich unter Vollgas setzen. Wenn es sind ja keine... Also, die Volldullis wollen ja mit Rainer und er natürlich auch und dem ganzen Gedöns einfach nur Kohle machen.
Ne? Absolut klar. Ich meine, das Logische ist, wenn er jetzt anfängt, dass er sich bessert, werden die Hater weniger. Davon aus. Und es bleiben vielleicht sogar wirklich welche bei ihm da und er kann daraus wirklich lukratives Gedings machen. Meine Meinung. Ne? Wenn er jetzt aber hergeht und solche Sachen jetzt wirklich überstürzt, ne? Der Bursche hat wie viel Kilo auf dem Leib? Wenn der jetzt von jetzt auf gleich anfängt zu trainieren, kriegt der Herzinfarkt und kippt um. Also, das ist halt. Und ich glaube nicht, dass sie sich da irgendwie ärztliche Kacke oder sowas mit ranholen. Glaube ich nicht. Die machen das rein aus Profitgier und das ist in der Hinsicht, muss ich es wirklich sagen, einfach fahrlässig und verantwortungslos. Ja? Ist einfach so. Die beiden Vollspackos da, wie heißen sie? Jannes? Nee. Jochen? Nee, Jochen weißt du nicht. Jana Ina? Nee. Keine Ahnung, wie sie heißen. Die komischen beiden Dullis da. Das ist wirklich die größten Trottel auf dem Planeten. Es tut mir wahnsinnig leid, aber es ist einfach so. Ich find, es sind sogar noch größere Trottel als Rainer. Ich weiß es nicht. Es ist. Egal. Nevermind. Die Abwasserkanäle verlaufen unter der gesamten Kaiserstadt. In jedem Bezirk gibt es Zugänge. Ja. Die Klingen nutzen sie dann und wann bei geheimen Vorhaben. Und sie können sich so in der Stadt bewegen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Schönes Ding, Harry. So. Bleiben wir gespannt, was die Autoren uns servieren. Ja. Was heißt Autoren? Also. Dass das nicht durchziehen wird, das ist vollkommen klar, also. Ist egal. Ne? Dass sich die beiden an ihm einfach nur hochziehen möchten, ist auch klar. Ne? Dass sie da einfach nur Geld rausballern wollen, ist auch klar. Ne? Alles vollkommen legitim und nachvollziehbar. Dass sie aber wirklich seine Gesundheit noch mehr aufs Spiel setzen, als ohnehin schon ist. Ne? Ist das Eigentliche, was mich da hier beschäftigt. Blumenkrabbe! Krabbenchips! Kann ich den eigentlich auf eine Schnelltaste setzen? Schnell jetzt! Geht das? Ne, es geht gar nicht, scheiße. Hätte sein können, dass wir. Warte. Es geht ja wirklich nicht. Dum, 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 dum. Sehr sexuell. So, was? Also. Der hier gehört mir. Ich meine, ich würde es super gern sehen, ne? Dass Rainer in 2 Jahren oder sowas, ne? Wirklich was geleistet hat in seinem Leben. Das, ich würde es super gern sehen, ne? Und wenn das durchzieht, dann würde ich es ihm auch gönnen, dass daraus dann auch eine normale Community wird. Wenn er sein Mindset auch noch abändert, natürlich. Das ist absolut das Mindestkriterium natürlich. Ach am Arsch, er hat 12 Jahre nichts geschissen bekommen. Eben. Aber wenn er sich aus der jetzigen Situation aufraffen würde und die Scheiße geschissen bekommt, ne? Dann würde ich es ihm gönnen, aber es wird er nicht. Es wird er einfach nicht. Hierher. So. Wo waren wir? Wir waren hier. Also mal. So. Hey. Vorschlägen. Ich bin aber übrigens so frei und lappe mein Zeug auf. So. Ist schon praktisch. Zusammenbleiben. So. Eine geringere Seele, 300 Punkte. Jagd hat echt nur 100 Punkte drin. Schwierig.
Bevor er erfolgreich wird, gewinne ich im Lotto und dann spiele ich nicht mehr. Ist denn nur so? Leute können sich ändern, aber nicht Rainer. Denn er? Möge Talos mich segnen. Hast du eigentlich gesehen, wie das Schwert heißt, Sieb? Und warum es so heißt, wie es heißt? Das ist wundervoll. Das Schöne ist, mit dem Schwert fühle ich mich gerade ein bisschen, ich wollte gerade sagen, stark, aber dann, holy shit, 800 Punkte, hau drauf, auf, wo, wer, was? Zack und zack und Abfahrt, nein und nein, also, wir haben einen Glas-Zweihänder mit Anfälligkeit Feuer 100% bei Schlag, ne? Und Feuerschaden 15 Punkte auf Schlag und Seelenfalle und er heißt Bratmaxe. Ne? Wenn der Bratmaxe grillt, fängt die Stimmung an. Das ist wundervoll. Moment, ich hab da was im Handgelenk, Alter. Wait. Ich finde schön, dass die Sachen einfach stecken bleiben. Das ist super. Hallo. Lieber Mr. Schmeliger. Yeah. Dein Ernst? Meine Punkte. Meine. Krabbe! Oh. So. Ja, wir machen heute aber gar nicht mal so lang. Ja. Ich habe übrigens auch schon überlegt, ob wir eventuell mal abwechselnd Wulong zweimal in der Woche bringen. Beispiel. Und da blieben nur einmal oder so, ich weiß. Könnte man nämlich auch machen. Ich hab da halt richtig Bock drauf. Ich geh einfach mal voraus, ne? Oder auch nicht. Weiß ich wohin. Kommst du? Geh ran, mein Freund. Okay. Ach so, okay. Warum auch einfach? Na komm. Hier rein? Rüber? Nee. Hier rein? Perfekt. Wieso sind wir jetzt alleine? Alles Scheiße, alles Arsch. So, Xena, grüß dich. Ein wunderschöner. Wer mit Bratmaxe kämpft, nimmt Oblivion ein. Frisch gehackt und verbannt, rennt der NPC rein. Bratmaxe Schwert für Großes und Kleines und wer geübt ist, bekommt auch was Feines. Der Bratmax muss vom Glaser sein. Das ist nicht wahr. Geil. Aber Xena, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ventilator jetzt an, ich glaube ja. Transpiriere schon wieder so. So. Machen was machen. Können wir hier oben auch schon langlaufen? Elfengarten. Wait, sind wir in Elfengarten? Ich blick's nicht mehr. Egal. Setzen uns hin und warten, oder? Das war, glaube ich, der Deal. Hier von oben oder von links? Soll ich warten? Auf eine bestimmte Uhrzeit?
Ja, it's German, ja. Sorry. But it's a German only stream, so I'm sorry. But it's nice if you're a child just watching. It's also good. Cheers. So. Oh, what he calls German. Was willst denn du jetzt eigentlich, Alter? Was soll denn mit dir? Das ist ja bayerisch, ne? Was ist bayerisch? Ich rede nicht mal so stark bayerisch. Ich muss bayerisch so. Ja, dazu muss sich einer von uns alleine mit einer Person namens. Ja, ich weiß. Und. Ist jetzt abgeschlossen? In Ordnung. Der Raum mit dem Tisch ist direkt hinter dieser Tür. Ich habe mich schon immer gefragt, wer ihn dorthin gestellt hat. Zufällig weiß ich, dass ihr einen guten Blick auf den Raum, in dem das Treffen stattfinden wird, haben werdet, indem ihr die Treppe dort hinaufsteigt. Ich denke, ich sollte mich besser um das Treffen kümmern. Ihr seid meine Unterstützung. Haltet dort oben Wache, falls es Schwierigkeiten gibt. Ah, so ein kleiner Anflug, aber was unsere Sprache angeht, darf ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Das stimmt, das stimmt. Also, das ist halt die Frage, ne? Sollen wir den Förderer treffen? Nein, ich bin an der Reihe. Oh. Ich habe eine Blutschuld mit diesen Meuchelmördern der mythischen Morgenröte zu begleichen. Und außerdem bin ich mein ganzes Leben lang für so etwas ausgebildet worden. War er eigentlich einer der Leibgarden, die mitgelaufen sind? Weiß es gar nicht. Gut, denkt daran. Ohne dieses Buch dürfen wir hier nicht weg. Das ist unsere beste Chance, das Amulett zu finden. Ah, okay. By the way, I think, oder. German Translation. It's one of the best worldwide. It's my opinion. Only free. In Oblivion ist es so, ja. Hör zu, vielleicht überlebe ich nicht. Aber wenn nicht, dann müsst ihr weitermachen. Ihr müsst das Buch bergen und das Amulett der Könige finden. Ganz genau, alles hängt davon ab. Also vermasselt's nicht. Jetzt komm. Du gehst rein, ich gehe hoch. Dann schau mir mal einer, guck. So, schau mal. Kann ich einfach runterspringen, einfach alles. Kann ich einfach runterspringen und alles wegmetzeln? Zeug. Hier ist noch ein anderer. Schätze, hier ist nichts. Tötet sie. Ist okay. Ich dachte. Stirb. Wieso? Ich bin da. Na komm. Au. Nee, finde ich nicht gut. Sag mal so, ne? Eigentlich sind wir Mage. Eigentlich sollten wir Mage sein. Finde ich auch nicht. Scheiße. Okay. Running. Okay. Nö.
Wir sind vielleicht ein bisschen unterlevelt. Ja, ich weiß. Und schön an Oblivion ist ja, man kann einfach alles machen. Das ist wundervoll. Oh, Menti, Menti. Ihr seid schwach, so wie die. Ich bin gar nicht hier. Okay. Oh, 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 oh. Der Morgen ist an. Der Morgen. Sei dankbar, dass ihr die Ankunft von Fürst Dagon nicht mehr. Ja, ja, ja. Bin schon weg. Ah. Au, au, au. Yo. Easy. Ring des Norden. Komm her, mein Freund. Du Kacklümmel. Scheiße. Easy. Oh, sorry. Gar kein Problem. Das ist eine Scheiße. Mann. Oh. Loot. Komplett easy. Ah, schön. Ah, danke. Ich find's geil, wie sie fliegen. Wenn die Verzauberung am Schwert kritzt. Ach, deswegen. Ah. Was ist jetzt? Hallo? Reden wir? Ihr besitzt nun alle vier Bücher und ihr. Ich. Achso. Okay. Wir sehen uns im Wolkenherrscher-Tempel. Viel Glück. Natürlich. Wait, wo kommen wir raus? Wait. War hier drüben der Ausgang? Jo. Viel Spaß im kurzen Lurk. Ach, die sind da. Hier drüben. Okay, okay. Ausgang. So. Schön dekoriert. LOL. Dieser Zeug. Hier liegt so viel Geld rum. Holy shit. Ah, Steve weiß Bescheid. So, weiß Bescheid. Einfach nur Geld. So. Können wir den endlich weghauen? Ja, das ist schon eine Schönheit, ne? Das ist knuffig. Knuffig, so. Als ob. Last time I played Oblivion. Oh, it's 13 years ago, I guess. So, you're not the only one. Na, ihr Kacklümmel. Alter, was? Wieso? Stuckt! Bin stuckt! Ist wieso? Okay. Nevermind. Let's go for it. Upsi. Haben wir nichts mehr. Nein! Scheiße!
Scheiße. Mann, oh. Die haben schon gelootet. Okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, hin, hin. Thank you. Erik! Ah. Erik, mein Guter, bist du schon fertig? Bin ich einmal gestorben? Da ist der Lümmel schon fertig. Zero Tolerance. Ja, schwierig. Mein Guter, danke dir für den Raid. Ihr Nasen. Ihr Nasen, ihr Nasen. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie war Resident Evil? Zero, glaube ich, war's, ne? Ich bin ja immer dabei. Juliet, grüß dich. Tobi, Tammy, Inge, grüß dich. Minzi, einen wunderschönen guten Abend. Und Icy, auch an dich einen wunderschönen. Na? Elliot. Ja. Bester Sound. Ich bin besoffen und müde. Wieso bist du besoffen?